Mit einem Klavier fing es an. Als Vierjährige spielte sie Lieder nach dem Gehör, machte sich selbst mit dem Instrument vertraut. Mit 6 komponierte sie darauf kleine Stücke. Mit 10 kam sie zu einem Klavierlehrer für ein Jahr. Mit 14 ging sie an die Musikhochschule Freiburg. 8 Jahre lang studierte sie Klavier, Klarinette, Cello und Trompete, Komponieren und Dirigieren. Hortense von Gelminis Ziel hieß von Anfang an, Dirigentin zu werden. Sie kennt jede Partitur auswendig vor Probenbeginn. 96, sehr, sehr heilig. Sind die Schwierigkeiten für Sie als Frau eigentlich größer als für einen Mann, der das Dirigieren als Beruf gewählt hat? Das weiß ich nicht. Ich weiß so viel, dass der Beruf an sich sehr schwer ist. Er verlangt ein Höchstmaß an geistiger und Intelligenz, also in hohem Maße der Konzentration zum Beispiel. Ob es schwieriger ist für einen Mann, kann ich eigentlich gar nicht beurteilen. Sie ist 28, unverheiratet, lebt in der Nähe von Freiburg. Das Reisen ist ihr zuwider, doch wandert sie gern. Anfangs hatte sie ein eigenes Orchester engagiert. Heute arbeitet sie als Gastdirigentin vorzugsweise mit den Nürnberger Symphonikern. Hortense von Gelmini lebt am liebsten in sich zurückgezogen im großen Haus ihrer vermögenden Eltern. Privates war für die Kamera tabu. Der Besuch bei einer Bäuerin ist einer ihrer sparsamen Kontakte zur Umwelt. Sie hilft benachbarten Bauern gelegentlich gern bei der Feldarbeit. Hier verausgabt sie überschüssige Energie. Das Blasen zur Jagd oder Tanzpartys bleiben seltene Abwechslungen. Das Denken ist für mich etwas als Faszinierendes, etwas Zwingendes. Und wenn dann die Musik noch dazukommt, die weit über die rein intelligiblen Dinge hinausgeht, dann ist das für mich ein sehr geschlossenes und erfülltes Leben. Vorsichtig nach übergebundenem Achtel, dass Sie dann das zweite Achtel davon nicht betonen, nicht verziehen, sondern auf 4, als Viertel 4, das dritte Achtel, vielleicht einen kleinen Betonung machen. Selbstbewusstsein nicht nur beim Dirigieren. Hortense von Gelmini glaubt an ihre Begabung und den kommenden Ruhm. Und sie wird dafür sorgen, dass diese Meinung nicht nur die ihre bleibt.